zweiten Platz schubsen können. Die Chancen sind ganz gut, wenn das normal läuft für die Japanerin. Kiko Kuwajima. Der Zug in der ersten Reihe, auch schön geturnt, guten Stand gehabt. Auch noch ein sehr junges Team aus Japan. Traditionell starkes Gerät für Japan, der Boden. Ein bisschen rausgekippt aus der Drehung. Die gymnastische Serie. Ein bisschen flach. Dritten Bahn zeigt sie dann den Doppelsalto gehockt, auch nochmal mit einem guten Stand. Also wirklich auffällig, Japanerin sowohl am Barren, am Balken, als auch am Boden zeigen sie sehr gute Stände. Das ist wirklich auffällig. Fabian Hamelin hat es vorher auch schon gesagt, bei den Männern immer das große Thema Perfektion. Das ist die Maxime im Training der Japaner. Das soll alles auf den Punkt sein und der Abgang spielt da natürlich eine Riesenrolle. Okay, in der letzten Bahn der Doppelbück nochmal zu sehen, nur mit einem kleinen Hüpfer am Ende. Also auch hier eine sehr solide und schöne Übung. Ist auch toll zu sehen, dass Japan sich